bitte, was ist das denn? Das ist, glaube ich, also einer von diesen Sternen singen. Sie sieht eher aus wie Werwolf Reloaded. Ja, mein, das ist halt der Fachkräftemangel. Ne? Und wo ist der Rest? Ja, welcher Rest? Der von den Sternensingern. Ja, ich will Sie hier alleine die grüne Minne geben. Hey. Das ist ja genauso erbärmlich wie der Baum. Das ist doch von mir doch. Bänkeln Sie doch hier ein bisschen rum. Und wir zwei unterhalten uns jetzt und zwei in aller Ruhe. Süßes Gesicht. Sternsinger. Ich bin überhaupt kein Sternsinger, ich bin Sonnenanbeter, ich hab's gerne warm. Haben Sie es gelesen vor einer Woche in der Bild-Zeitung? Hat Cornelia Scheel eine neue? Ist mir doch egal. Jede Beziehung hat seine Laufzeit. Ne? Irgendwann ist alles vorbei. Nicht? Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Darum schicken ja auch viele Männer und viele Frauen verabschieden sich auf Kreuzfahrtschiffen, um da ihre Ehe zu retten. Gelingt aber nicht immer. Ich bin ja auf solchen Schiffen ab und zu unterwegs, als Ententrainer, also Entertainer. Und da stand echt ein Mann, stand am Heck, weil seine Frau war über Bord gegangen und sie schrie, wirf den Ring. Es gibt Männer, die schicken ihre Frauen zum Arzt und der Arzt sagt, ihnen fehlt gar nicht, schicken wir mal ihren Mann. Und dann geht der Mann dahin und dann sagt der Arzt, ihre Frau gefällt mir aber gar nicht. Mir auch nicht, aber die ist so nett zu den Kindern. Nein, sie müssen schon ein-, zweimal die Woche mit der schlafen, sonst stirbt die. Jetzt kommt ihr nach Hause, was hat der Doktor gesagt? Du musst sterben, so kann's kommen. Die Menschen auf solchen Schiffen sind eigenartig. Die fragen Sachen, die möchte man nicht hören. Sagen Sie mal, wo bleibt eigentlich das Personal? Wo ist das Personal eigentlich nachts? Wissen Sie, da kommen immer Hubschrauber, die holen die ab. Am nächsten Tag gab es Beschwerden wegen Hubschrauberlärm. Als ich das letzte Mal auf dem Schiff war, ist was ganz Eigenartiges passiert. Schon seltsam gewesen. Ich kam zurück und war am anderen Ufer. Ja, mehr so eine bisexuelle Insel, also. Sie heißt Vanessa. Ich bin wieder mit einer Frau zusammen. Wie toll. Die Homos schreien jetzt, Verräter! Und die Heten, sag mal, geht das überhaupt? Also geht das überhaupt? Nein, manchmal liege ich falsch rum auf dem Bett, wenn meine Frau reinkommt. Die Welt ist doch bescheuert. Du stehst in einem Schuhladen, eine Frau mit zwei linken Füßen kommt rein und sagt, guten Tag, haben Sie Flip-Flips? Nein, tut mir leid, ausverkauft. Wir haben nur Flop-Flops. Das ist doch völlig bescheuert. Da brauchst du doch eine Pause. Da brauchst du eine Pause, du gehst zum Kiosk und da kommt ein Rollstuhlfahrer und will einen Coffee to go. Die Welt ist verrückt. Was will ein Einarmiger in einem Secondhand-Laden? Ich begreife es nicht. Es gibt Menschen, die kaufen sich Elektroautos nur aus einem Grunde, damit sie beim Tanken rauchen können. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin im letzten Jahr durch die Straßencafés gelaufen, habe die Leute angesprochen. Rauchen Sie? Nein? Dann gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft. Jetzt nutzen Sie die auch. Die Welt ist völlig verrückt. Aber kommen wir noch mal zurück auf Cornelia Scheel. Ich habe ja eine Lesbe bei mir zu Hause wohnen, ja, im Haushalt. Die putzt, die heißt Wolfgang. Und kennen Sie so Lesben, die sich über alles aufregen? Da sagst du, guten Abend, dann sagen die, frauenfeindlich. Ich habe ja auch gerne einen Schrank in der Wohnung, aber der muss ja nicht laufen. Es ist nicht einfach. Echt, das sind so Frauen, die korrigieren einen, wo es geht. Ne? Kaktusse, das heißt Kakteen. Nee, ich meine dich. Wissen Sie, die ärgert sich. Die ärgert sich schwarz über alles, was in dieser Wohnung passiert. Was soll denn die offene Fischdose da im Kühlschrank? Ja, was soll die da sollen? Ich esse gerne Fisch und ich habe es nicht ganz geschafft. Das ist natürlich eine Lüge. Diese Fischdose ist nur aus einem einzigen Grunde da drin. Ich vertraue der Industrie nicht. Die Industrie behauptet seit Ewigkeiten, dass in dem Loch an der Rückwand des Kühlschranks, dass da das Gefrierwasser abfließt. Stimmt nicht. Das ist nicht wahr. In diesem Loch wohnt der Kühlschrankpinguin. Und wenn du, der kommt dann raus, wenn du die Tür zumachst, kommt er raus und dann macht er das Licht aus. Und wenn du dem nichts zu fressen hinstellst, dann lässt er das Licht an. Das hat mir meine schottisch-schwäbisch-jüdische Patentante erzählt. Die ist sehr sparsam. Die geht auf die Straße und bellt, um den eigenen Hund zu sparen. Die läuft hinter dem Bus hinterher, damit sie 2 Euro spart. Ich sage neulich, nimm doch ein Taxi, lauf in einem Taxi hinterher. Da sparst du 20. Aber wissen Sie,
Eigentlich bin ich besorgt um Pinguine. Ich mache mir Sorgen um Pinguine. Die sterben aus. Pinguine sterben aus. Eisbären rutschen vom Eis nur wegen uns Schwulen. Wir Schwulen können uns ja nicht vermehren. Der nächste Weltklimagipfel kümmert sich auch um ihre Pinguine. Wir gehen jetzt nach hinten. Da haben wir ein paar schöne Mittelchen dabei. Da gibt es noch einen Einlauf. Und Sie können sehen, wie Sie das jetzt wieder gerade biegen, Herr Offer. Ach. Weg, Einlauf! Oh, nicht, aber die ist so nett zu den Kindern. Nein, Sie müssen schon ein-, zweimal die Woche mit der schlafen, sonst stirbt die. Jetzt kommt ihr nach Hause. Was hat der Doktor gesagt? Du musst sterben. So kann's kommen. Die Menschen auf solchen Schiffen sind eigenartig. Die fragen Sachen, die möchte man nicht hören. Sagen Sie mal, wo bleibt eigentlich das Personal? Wo ist das Personal eigentlich nachts? Wissen Sie, da kommen immer Hubschrauber, die holen die ab. Am nächsten Tag gab es Beschwerden wegen Hubschrauberlärm. Als ich das letzte Mal auf dem Schiff war, ist was ganz Eigenartiges passiert. Schon seltsam gewesen. Ich kam zurück und war am anderen Ufer. Ja, mehr so eine bisexuelle Insel, also. Sie heißt Vanessa. Ich bin wieder mit einer Frau zusammen. Wie toll. Die Homos schreien jetzt, Verräter! Und die Heten, sag mal, geht das überhaupt? Bitte, was ist das denn? Das ist, glaube ich, also einer von diesen Sternen singen. Sie sieht eher aus wie Werwolf Reloaded. Ja, mein, das ist halt der Fachkräftemangel. Ne? Und wo ist der Rest? Ja, welcher Rest denn? Der von den Sternensingern. Ja, ich bin Sie halt. Alleine die grüne Minne geben. Das ist ja genauso erbärmlich wie der Baum. Das ist doch von mir noch. Bänkeln Sie doch hier ein bisschen rum. Und wir zwei unterhalten uns jetzt und zwei in aller Ruhe. Süßes Gesicht. Sternsinger. Welt ist völlig verrückt. Aber kommen wir noch mal zurück auf Cornelia Scheel. Ich habe ja eine Lesbe bei mir zu Hause wohnen. Ja, im Haushalt. Die putzt, die heißt Wolfgang. Und kennen Sie so Lesben, die sich über alles aufregen? Da sagst du, guten Abend. Dann sagen die, frauenfeindlich. Ich habe ja auch gerne einen Schrank in der Wohnung, aber der muss ja nicht laufen. Es ist nicht einfach. Echt, das sind so Frauen, die korrigieren einen, wo es geht. Ne? Kaktusse, das heißt Kakteen. Nee, ich meine dich. Wissen Sie, die ärgert sich. Die ärgert sich schwarz über alles, was in dieser Wohnung passiert. Was soll denn die offene Fischdose da im Kühlschrank? Ja, was soll die da sollen? Ich esse gerne Fisch und ich habe es nicht ganz geschafft. Ist natürlich eine Lüge. Diese Fischdose ist nur aus einem einzigen Grunde da drin. Ich vertraue der Industrie nicht. Also geht das überhaupt? Nein, manchmal liege ich falsch rum auf dem Bett, wenn meine Frau reinkommt. Die Welt ist doch bescheuert. Du stehst in einem Schuhladen, eine Frau mit zwei linken Füßen kommt rein und sagt, guten Tag, haben Sie Flip-Flips? Nein, tut mir leid, ausverkauft. Wir haben nur Flop-Flops. Das ist doch völlig bescheuert. Da brauchst du doch eine Pause. Da brauchst du eine Pause. Du gehst zum Kiosk und da kommt ein Rollstuhlfahrer und will einen Coffee to go. Die Welt ist verrückt. Was will ein Einarmiger in einem Second-Hand-Laden? Ich begreife es nicht. Es gibt Menschen, die kaufen sich Elektroautos nur aus einem Grunde, damit sie beim Tanken rauchen können. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin im letzten Jahr durch die Straßencafés gelaufen, habe die Leute angesprochen. Rauchen Sie? Nein? Dann gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft. Jetzt nutzen Sie die auch. Ich bin überhaupt kein Sternsinger. Ich bin Sonnenanbeter. Ich hab's gerne warm. Haben Sie es gelesen? Vor einer Woche in der Bild-Zeitung hat Cornelia Scheel eine neue. Ist mir doch egal. Jede Beziehung hat seine Laufzeit. Ne? Irgendwann ist alles vorbei. Nicht? Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Darum schicken ja auch viele Männer und viele Frauen verabschieden sich auf Kreuzfahrtschiffen, um da ihre Ehe zu retten. Gelingt aber nicht immer. Ich bin ja auf solchen Schiffen ab und zu unterwegs. Als Ententrainer, also Entertainer. Und da stand echt ein Mann, stand am Heck, weil seine Frau war über Bord gegangen und sie schrie, wirf den Ring. Es gibt Männer, die schicken ihre Frauen zum Arzt und der Arzt sagt, ihnen fehlt gar nicht, schicken wir mal ihren Mann. Und dann geht der Mann dahin und dann sagt der Arzt, ihre Frau gefällt mir aber gar nicht. Mir auch. Ist er das Licht an. Das hat mir...
Das hat mir meine... schottisch-schwäbisch-jüdische Patentante erzählt. Die ist sehr sparsam. Die geht auf die Straße und bellt, um den eigenen Hund zu sparen. Die läuft hinter dem Bus hinterher, damit sie 2 Euro spart. Ich sage neulich, nimm doch ein Taxi. Lauf in einem Taxi hinterher. Da sparst du 20. Aber wissen Sie, eigentlich bin ich besorgt um Pinguine. Ich mache mir Sorgen um Pinguine. Die sterben aus. Pinguine sterben aus. Eismeeren rutschen vom Eis. Nur ja, wegen uns Schwulen. Wir Schwulen können uns ja nicht vermehren. Der nächste Weltklimagipfel kümmert sich auch um ihre Pinguine. Wir gehen jetzt nach hinten. Da haben wir ein paar schöne Mittelchen dabei. Da gibt es noch einen Einlauf. Und Sie können sehen, wie Sie das jetzt wieder gerade biegen, Herr Offer. Ach. Weg, Einlauf! Och nicht, aber die ist so nett zu den Kindern. Nein, Sie müssen schon 1-2 Mal die Woche mit der schlafen, sonst stirbt die. Jetzt kommt ihr nach Hause. Was hat der Doktor gesagt? Du musst sterben. So kann's kommen. Die Menschen auf solchen Schiffen sind eigenartig. Die fragen Sachen, die möchte man nicht hören. Sagen Sie mal, wo bleibt eigentlich das Personal? Wo ist das Personal eigentlich nachts? Wissen Sie, da kommen immer Hubschrauber, die holen die ab. Am nächsten Tag gab es Beschwerden wegen Hubschrauberlärm. Als ich das letzte Mal auf dem Schiff war, ist was ganz Eigenartiges passiert. Schon seltsam gewesen. Ich kam zurück und war am anderen Ufer. Ja, mehr so eine bisexuelle Insel, also... Sie heißt Vanessa. Ich bin wieder mit einer Frau zusammen. Wie toll. Die Homos schreien jetzt, Verräter! Und die Heten, sag mal, geht das überhaupt? Bitte, was ist das denn? Das ist, glaube ich, also einer von diesen Sternen singen. Sie sieht eher aus wie Werwolf Reloaded. Ja, meint es. Was? Das ist halt der Fachkräftemangel. Ne? Und wo ist der Rest? Ja, welcher Rest denn? Der von den Sternensingern. Ich bin aber Sie hier alleine die grüne Minne geben. Das ist ja genauso erbärmlich wie der Baum. Ich bin von mir überhaupt kein Sternensinger. Bänkeln Sie doch hier ein bisschen rum. Und wir zwei unterhalten uns jetzt schon zwei in aller Ruhe. Süßes Gesicht. Sternsinger. Welt ist völlig verrückt. Aber kommen wir noch mal zurück auf Cornelia Scheel. Ich habe ja eine Lesbe bei mir zu Hause wohnen, ja, im Haushalt. Die putzt, die heißt Wolfgang. Sternhaus, Pinguine, Sternhaus, Eismeeren rutschen vom Eis, nur wegen uns Schwulen. Wir Schwulen können uns ja nicht vermehren. Der nächste Weltklimagipfel kümmert sich auch um ihre Pinguine. Wir gehen jetzt nach hinten, da haben wir ein paar schöne Mittelchen dabei. Da gibt es noch einen Einlauf. Und Sie können sehen, wie Sie das jetzt wieder gerade biegen, Herr Offer. Ach. Weg, Einlauf! Och nicht, aber die ist so nett zu den Kindern. Nein, Sie müssen schon 1-2 Mal die Woche mit der schlafen, sonst stirbt die. Jetzt kommt ihr nach Hause. Was hat der Doktor gesagt? Du musst sterben. So kann's kommen. Die Menschen auf solchen Schiffen sind eigenartig. Die fragen Sachen, die möchte man nicht hören. Sagen Sie mal, wo bleibt eigentlich das Personal? Wo ist das Personal eigentlich nachts? Wissen Sie, da kommen immer Hubschrauber, die holen die ab. Am nächsten Tag gab es Beschwerden wegen Hubschrauberlärm. Als ich das letzte Mal auf dem Schiff war, ist was ganz Eigenartiges passiert. Schon seltsam gewesen. Ich kam zurück und war am anderen Ufer. Ja, mehr so eine bisexuelle Insel, also... Sie heißt Vanessa. Ich bin wieder mit einer Frau zusammen. Wie toll. Die Homos schreien jetzt, Verräter! Und die Heten, sag mal, geht das überhaupt? Bitte, was ist das denn? Das ist, glaube ich, also einer von diesen Sternen singen. Sieht eher aus wie Werwolf Reloaded. Ja, meint es. Was? Das ist halt der Fachkräftemangel. Ne?
Und wo ist der Rest? Ja, welcher Rest denn? Der von den Sternensingern. Ich bin Sie hier halt alleine die grüne Minne geben. Das ist ja genauso erbärmlich wie der Baum. Ich bin von hier überhaupt kein Sternensinger. Sie doch hier ein bisschen rum. Und wir zwei unterhalten uns jetzt schon zwei in aller Ruhe. Süßes Gesicht. Sternsinger. Welt ist völlig verrückt. Aber kommen wir noch mal zurück auf Cornelia Scheel. Ich habe ja eine Lesbe bei mir zu Hause wohnen, ja, im Haushalt. Die putzt, die heißt Wolfgang. Und kennen Sie so Lesben, die sich über alles aufregen? Da sagst du, guten Abend, dann sagen die, frauenfeindlich. Ich habe ja auch gerne einen Schrank in der Wohnung, aber der muss ja nicht laufen. Es ist nicht einfach. Echt, das sind so Frauen, die korrigieren einen, wo es geht. Ne? Kaktusse, das heißt Kakteen. Nee, ich meine dich. Wissen Sie, die ärgert sich. Die ärgert sich. Die ärgert sich schwarz über alles, was in dieser Wohnung passiert. Was soll denn die offene Fisch da hin? Und dann sagt der Arzt, Ihre Frau gefällt mir aber gar nicht. Mir auch nicht, aber die ist so nett zu den Kindern. Nein, Sie müssen schon ein-, zweimal die Woche mit der schlafen, sonst stirbt die. Jetzt kommt ihr nach Hause. Was hat der Doktor gesagt? Du musst sterben. So kann's kommen. Die Menschen auf solchen Schiffen sind eigenartig. Die fragen Sachen, die möchte man nicht hören. Sagen Sie mal, wo bleibt eigentlich das Personal? Wo ist das Personal eigentlich nachts? Wissen Sie, da kommen immer Hubschrauber, die holen die ab. Am nächsten Tag gab es Beschwerden wegen Hubschrauberlärm. Als ich das letzte Mal auf dem Schiff war, ist was ganz Eigenartiges passiert. Schon seltsam gewesen. Ich kam zurück und war am anderen Ufer. Ja, mehr so eine bisexuelle Insel, also. Sie heißt Vanessa. Ich bin wieder mit einer Frau zusammen. Wie toll. Die Homos schreien jetzt, Verräter! Und die Heten, sag mal, geht das überhaupt? Also geht das überhaupt? Nein, manchmal liege ich falsch rum auf dem Bett, wenn meine Frau reinkommt. Die Welt ist doch bescheuert. Du stehst in einem Schuhladen, eine Frau mit zwei linken Füßen kommt rein und sagt, guten Tag, haben Sie Flip-Flips? Nein, tut mir leid, ausverkauft. Wir haben nur Flop-Flops. Das ist doch völlig bescheuert. Da brauchst du doch eine Pause. Da brauchst du eine Pause, du gehst zum Kiosk und da kommt ein Rollstuhlfahrer und will einen Coffee to go. Die Welt ist verrückt. Was will ein Einarmiger in einem Secondhand-Laden? Ich begreife es nicht. Es gibt Menschen, die kaufen sich Elektroautos nur aus einem Grunde, damit sie beim Tanken rauchen können. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin im letzten Jahr durch die Straßencafés gelaufen, habe die Leute angesprochen. Rauchen Sie? Nein? Dann gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft. Jetzt nutzen Sie die auch. Die Welt ist völlig verrückt. Aber kommen wir noch mal zurück auf Cornelia Scheel. Ich habe ja eine Lesbe bei mir zu Hause wohnen, ja, im Haushalt. Die putzt, die heißt Wolfgang. Und kennen Sie so Lesben, die sich über alles aufregen? Da sagst du, guten Abend, dann sagen die, frauenfeindlich. Ich habe ja auch gerne einen Schrank in der Wohnung, aber der muss ja nicht laufen. Es ist nicht einfach. Echt, das sind so Frauen, die korrigieren einen, wo es geht. Ne? Kaktusse, das heißt Kakteen. Nee, ich meine dich. Wissen Sie, die ärgert sich. Die ärgert sich. Die ärgert sich schwarz über alles, was in dieser Wohnung passiert. Was soll denn die offene Fischdose da im Kühlschrank? Ja, was soll die da sollen? Ich esse gerne Fisch und ich habe es nicht ganz geschafft. Ist natürlich eine Lüge. Diese Fischdose ist nur aus einem einzigen Grunde da drin. Ich vertraue der Industrie nicht. Die Industrie behauptet seit Ewigkeiten, dass in dem Loch an der Rückwand des Kühlschranks, dass da das Gefrierwasser abfließt. Stimmt nicht. Das ist nicht wahr. In diesem Loch wohnt der Kühlschrank-Pinguin. Und wenn du, der kommt dann raus, wenn du die Tür zumachst, kommt er raus und dann macht er das Licht aus. Und wenn du dem nichts zu fressen hinstellst, dann lässt er das Licht an.